Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Heute geht es um die Qualität Ihrer medizinischen Betreuung. Damit Sie die optimale Therapie erhalten, müssen schon einige Dinge zusammenkommen. Seien es geeignete Medikamente, Operationsmethoden, Reha-Maßnahmen und schon bei der Diagnose fängt es an. Zum Beispiel Ultraschall. Sie kennen alle diese Geräte, die durch die Haut hindurch Ihre Organe sonografieren. Aber noch viel besser sind die Ergebnisse, wenn das Sonogramm von innen aus Ihrem Körper heraus gemacht wird. Und darüber sprechen wir heute, wie das funktioniert. Bei mir ist Dr. Jens Niehaus. Er ist Sektionsleiter Gastroenterologie an der Asklepios Klinik Wandsbek. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Guten Tag. Sagen Sie, Frauen kennen ja sowas vielleicht schon vom Gynäkologen. Für welche Fälle setzen Sie denn das ein, diese Endosonografie? Ja, der endoskopische Ultraschall, quasi die Möglichkeit, von innen Ultraschall machen zu können, setzen wir vielfältig ein. Also wir können dadurch, dass wir über den Mund reingehen, können wir eigentlich alle Organe, die entlang der Speiseröhre bis zum Magen, bis zum Dünndarm sind, uns anschauen. Das ist ein sehr praktisches Verfahren, was das anbelangt. Ja, haben wir da ein Beispiel, also was Sie ganz besonders häufig sonografieren? Also einer der schönsten oder der eine interessantesten Möglichkeiten, zu einem Ergebnis zu kommen, ist, wenn es darum geht, Gallengänge zu beurteilen. Die Patienten haben ja häufiger Schmerzen und dann ging es um die Frage, kann es sein, dass so ein Steinchen aus der Gallenblase in den Gallengang rutscht? Und da ist die Endosonografie ein sehr sicheres Verfahren, um herauszufinden, ob da ein Stein eventuell reingegangen ist oder nicht. Und danach können wir dann die entsprechende Behandlung dann anschließen. Und wie kommen Sie da hin? Zum Gallengang? Ja. Ja, das ist so, der Patient schläft natürlich bei der Untersuchung, er merkt ja nichts von der Untersuchung. Und das ist dann so, dass er dann, wir gehen über den Mund, da wird ein Mundschutz rumgemacht, damit er unser Gerät nicht beißt, kaputt macht und er sich selbst um Schutz für seine Zähne. Und dann gehen wir über die Speiseröhre direkt um den Magen herum in den Dünndarm rein und schauen uns dort die Gallengänge von dort aus an. Wie dünn ist denn die letzte Verästelung? Also ich kann es mir noch vorstellen bei der Speiseröhre, ich kann es mir noch vorstellen beim Magen, aber danach habe ich ja das Gefühl, dass die Straßen immer enger werden. Ja, nicht zum Dünndarm, das geht ganz gut, aber da haben Sie absolut recht. Das Problem im Magen-Darm-Trakt ist natürlich, dass die Wand des Dünndarms sehr dünn ist, wie der Name das ja schon sagt. Das heißt, wir müssen da sehr vorsichtig sein, was da eine geringe Wahrscheinlichkeit gibt, dass es eine Wandverletzung gibt. Aber wir kommen mit dem Gerät, wenn man vorsichtig ist und viel Erfahrung hat, sehr gut hin. Direkt, weil der Gallengang hat den Ausgang am Dünndarm und von dort aus können wir genau schauen. Mit dem Ultraschall, durch die Wand sozusagen. Wie groß ist denn dieses Endstück, was die Aufnahmen macht? Wie groß muss ich mir das vorstellen? Das muss man sich vorstellen, so daumendick eigentlich. Tatsächlich? Das ja, so ungefähr so daumendick muss man sich, vielleicht vom Zeigefinger, so ungefähr so ist das Gerät. Ist eigentlich, hat mittlerweile einen Durchmesser eines normalen Magenspiegelunggerätes. Ja. Bisschen dicker. Ja. Aber es macht keinen Unterschied für die Untersuchung, wenn wir die Erfahrung haben. Und was ist der Vorteil so eines Ultraschalls von innen? Es ist eine ergänzende Untersuchung häufig zu den Ultraschall von außen, muss man dazu sagen, weil der Patient kommt ja zu uns, Sie haben eine Frage zum Beispiel, sagen, ich habe Bauchschmerzen, dann werde ich Sie natürlich zuerst mit Ihnen reden, dann werde ich danach Sie mit einem normalen Ultraschall untersuchen und wenn dann noch Fragen offen sind, dann gehe ich weiter und der Vorteil ist es, dass ich einfach näher dran bin an diesen ganzen Organen. Das ist der Riesenvorteil und ich habe auch noch die Möglichkeit, je nach Fragestellung, wenn man jetzt von den Gallengängen mal absieht, es gibt ja andere Fragestellungen, zum Beispiel könnte irgendwas an der Bauchspeicheldrüse sein, könnte irgendwas im Brustkorb sein, ein Lymphknoten zum Beispiel, der da nicht hingehört, habe ich die Möglichkeit, eine Punktion zu machen. Das bedeutet, mit einer Feinnadel durch die Wand zu gehen und dort eine Probe zu entnehmen. Und das kann ich alles rasch machen. Können Sie das entscheiden, während das Instrument im Körper des Patienten drin ist? Ja, das kann ich entscheiden. Das bespreche ich auch mit Ihnen, quasi mit dem Patienten vorher. Ja. Weil ich vorher schon die Fragestellung weiß. Das ist das Besondere dran. Also ich weiß vorher schon, das ist mein Plan, das ist die Fragestellung, das ist die Sorge, die der Patient letzten Endes mitbringt. Und deswegen will ich vorher sagen, das und das erwartet mich eventuell. Es könnte sein, dass wir das und das machen. Das heißt, das wird schon alles besprochen. Ich muss nicht nochmal eine zweite Untersuchung anschließen. Wobei man einschränkend sagen muss, je nach Ergebnis sollte man lieber auch nicht punktieren. Also man kann auch zurückhaltend sein. Ja, genau. Also über die Risiken möchte ich gerne nachher noch mit Ihnen sprechen. Aber erst einmal möchte ich verstehen, wie das Gerät funktioniert. Ist das dann das gleiche Gerät, mit dem Sie nur gucken oder auch anfassen, um es mal ganz salopp zu sagen? Es ist eine wunderschöne Kombination zwischen Ultraschall und Gucken. Das heißt, ich kann gucken,
ganz normal letzten Endes. Wir nennen das eine Seitblickoptik. Ich gucke seitlich an dem Gerät. Da kann ich genauso schauen, wie wenn Sie durch ein Teleskop schauen, solche Sachen. Aber am Kopf dieses Gerätes ist noch die Ultraschallsonde. Das, was man letzten Endes von außen kennt, ist beides zusammen. Also mein Auge ist im Patienten drin, so muss man sich das vorstellen. Und wenn Sie punktieren, ist das dann dasselbe Gerät auch, mit dem Sie das machen? Es gibt zwei Typen von Geräten. Wir kennen das Radiale, mit dem wir nicht punktieren können, weil wir einfach nur geradeaus gehen. Und wir haben das Lineare, das spielt aber für den Patienten keine Rolle, welches letztens benutze, da entscheide ich mich vorher. Und das ist wichtig zur Punktion, weil da kann ich auch die Nadel sehen, während ich kann die ganze Zeit die Nadel kontrollieren, millimetergenau bis zu dem Ort, wo ich punktieren möchte. Und wenn Sie jetzt, Beispiel Gallengang, den hatten wir ja vorhin, wie weit können Sie denn da gucken? Ich kann mir den ganzen Gallengang anschauen. Also ich kann den ganzen Weg von der Papille, die Papille ist der Übergang von dem Gallengang in den Dünndarm, bis der Aufzweigung zur Leber. Wobei man einschränkend sagen muss, dass am Übergang zur Leber hat schon die Endosonographie ihre Schwächen. Aber da sind wir ja gute Freunde von den anderen Gebieten. Wir ergänzen uns, arbeiten miteinander und würden dann das zum Beispiel mit den Radiologen besprechen. Ja, oder mit denen, die durch den Enddarm kommen. Ich meine, das wäre ja auch noch dann von der anderen Seite zu gucken. Ja, Enddarm kommen wir nicht hin zum Dünndarm. Das ist ein ganz anderes Thema. Ach so, das heißt, von da aus ist es dann nein, zu weit. Nein, das machen wir auch. Es gibt auch den rektalen Ultraschall, aber das sind ganz andere Fragestellungen. So. Das sind Patienten, die machen wir auch, gehört auch zur Endosonographie. Ja, also wir kommen nicht nur von oben, sondern auch letzten Endes von unten, das geht auch. Aber das sind andere Fragestellungen. Zum Beispiel gibt es Tumore des Enddarmes, da benutzt man den rektalen Ultraschall. Wenn Sie unklare Schmerzen haben am Enddarm, wo wir beim Thema waren, Frauen, Enddarm, so, das ist eher mehr die Assoziation. Und dann ist es so, dass man da natürlich auch den rektalen Ultraschall machen kann. Aber da gehört auch vorher eine andere Untersuchung dazu. Spiegelung und so weiter, bevor man den rektalen Ultraschall macht. Jetzt sagten Sie vorhin, der Patient merkt eigentlich nichts, er wird betäubt. Also das heißt, begebe ich mich eigentlich in dasselbe Abenteuer wie meinetwegen bei einer Magenspiegelung oder bei einer Darmspiegelung? Identisch. Es ist kein Unterschied. Das ist genau die gleiche Narkose mit den gleichen Nicht-Komplikationen oder kaum Komplikationen, die es gibt. Ja, kaum Komplikationen. Welche habe ich denn überhaupt? Also nehmen wir mal an, Sie wollten nur gucken. Und Sie gehen nicht davon aus, dass Sie etwas punktieren, dass Sie Gewebe entnehmen. Was ist mein Risiko? Das Risiko, was Sie haben, also so, wenn Sie sagen, wovor muss ich Angst haben, ist eigentlich rein ein theoretisches Risiko. Denn es ist so, es liegt ungefähr bei 1 zu 10.000, dass Sie unter der Narkose eventuell plötzlich mal weniger atmen. Nun ist es aber so, dass Sie die ganze Zeit überwacht sind. Wir arbeiten mit zwei Krankenschwestern und einem Arzt, entsprechend den Leitlinien, die momentan so sind. Und Sie haben wir kontrollieren die ganze Zeit den Sauerstoffgehalt in Ihrem Blut und wir kontrollieren die ganze Zeit Ihren Herzschlag und den Blutdruck. Das heißt, bevor es überhaupt gefährlich wird, merken wir das anhand von kleinen Veränderungen und da können wir die Narkose sehr gut steuern. Das Mittel, was wir benutzen, ist innerhalb von wenigen Sekunden, 30 Sekunden wieder raus aus dem Körper. Das heißt, nichts ist komplett ungefährlich, aber es ist auch von der Statistik her kaum Komplikationen. Kann man was kaputt machen? Natürlich. Also das muss ich natürlich so einschränken. Ich würde, wenn ich das machen würde, würde ich nur zu jemandem gehen, der wirklich Erfahrung damit hat, der weiß, der ein erfahrener Gastroenterologe ist, weil man natürlich mit jedem Gerät, was Sie benutzen am Menschen, genauso wie bei einer Magenspiegelung oder einer Darmspiegelung, können Sie natürlich die Darmschleimhaut, Magenschleimhaut verletzen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Auch da gibt es Statistiken in Deutschland, die wahrscheinlich liegt auch 1 zu 10.000 bei einer normalen Anatomie. Und dass man Schleimhaut kaputt macht, kann ich mir vorstellen. Dass es ein Narkoseproblem gibt, kann ich mir vorstellen. Insgesamt ist das ja etwas, ein fremdes Gerät, das in meinen Körper hineingeht. Und ich habe ja mal irgendwann gelernt, als Kind immer schön die Hände waschen, aufpassen, dass da nicht Bakterien, Viren und so etwas von außen kommen. Ist das auch für Sie eine Herausforderung? Da gibt es klare Standards, es gibt Hygienevorschriften, diese Geräte werden desinfiziert, es gibt Maschinen, also gibt es überhaupt, die Wahrscheinlichkeit liegt bei null, dass man sich mit irgendwas anstecken könnte mit diesem Gerät. Also das ist unmöglich. Die Geräte werden danach gewaschen, aufwendig aufbereitet, also da gibt es kein Risiko, null. Wenn das so auf der Hand liegt, dass man auf diese Art und Weise diagnostiziert, es gibt das ja gar nicht so häufig, glaube ich, in Krankenhäusern, dass solche Geräte angewendet werden. Oder woran liegt das dann? Es wird immer mehr. Das Problem ist, dass bei der Endosonographie müssen Sie zwei Sachen kombinieren. Sie müssen auf der anderen Seite gut
endoskopieren können, also guten Gastroskop. Und das zweite ist, sie müssen gut Ultraschall können. Und beides zusammenzubringen, ist nicht ganz so leicht. Und es ist auch so, um zu einem guten Ergebnis zu kommen, muss man auch eine sehr gute strukturierte Untersuchung machen können. Und davor scheuen sich viele. Wir sind dabei, die Leute immer besser auszubilden. Das heißt, es breitet sich immer mehr aus. Sie werden auch kleinere Krankenhäuser sehen, wo es auch und auch zum Teil auch sehr gut gemacht wird, weil die Leute zu den Workshops gehen, zu den Fortbildungen gehen. Also meistens ist es ein Ausdruck davon, dass die schon wissen, was sie tun, wenn sie Geräte haben mittlerweile. Das war vor 10, 12 Jahren anders. Das heißt, ich verstehe das richtig. Die Herausforderung ist, dass man auf der einen Seite das Gerät gut führen kann, ja, und dass man aber auf der anderen Seite auch erkennen muss, was man denn auf dem Bildschirm hat quasi. Das ist essentiell und das ist die Herausforderung, aber auch die Faszination. Ja. Muss ich einfach so, wenn ich das trotzdem mal einem Patienten sagen kann. Also das ist das Faszinierende dran, weil das ist das Intellektuelle an der Untersuchung. Es ist einfach nicht nur ein Handwerk, wo Sie einfach irgendwas machen und fertig, sondern Sie müssen jede Minute genau jede Struktur, die Sie sehen, genau zuordnen können. Und zwar, es geht um die normalen Strukturen und dann auch das zu erkennen, was da nicht hingehört. Ja. Und in dem Moment kommen Sie zu einer richtigen Diagnose. Das ist das Entscheidende. Mhm. Und auch der Reiz. Mhm. Und was man immer so hört über Punktionen, dass man damit eigentlich das Problem erst auslösen kann, wenn man hineinsticht in etwas, was vielleicht bösartig ist, kann man das Argument so vom Tisch wischen? Nein, auf keinen Fall. Also es ist so, theoretisch ist es so, dass es möglich ist. Statistisch und aus meiner Erfahrung gibt es ganz selten eine einzelne Fallbeschreibung. Aber ich möchte dem hinzufügen schon die Tatsache, dass nicht nur bösartige Sachen, sondern sie dürfen nicht überall einfach nur reinstechen, weil sie können Entzündungen auch produzieren. Also das wissen wir, aber haben wir ganz genaue Regeln. Deswegen sagte ich ja, es ist ganz wichtig, dass wir genau wissen, was wir tun, dass wir genau wissen, wo wir sind, weil zum Beispiel in der Anfangszeit des endoskopischen Ultraschalls hat man auch Zysten, das sind Wasseransammlungen im Brustkorb, punktiert, weil man das nicht wusste und da kam es zu schweren Komplikationen mit schweren Entzündungen. Also es ist eine Untersuchungsmethode, was ich schon sagte, der es wirklich gut kann, es ist elegant und toll, aber man muss auf dem Weg dahin viel Arbeit leisten, um dahin zu kommen. Und wenn ich das jetzt als Patient erfolgreich bei Ihnen hinter mich gebracht habe, wann bin ich wieder so fit, dass ich es eigentlich vergessen könnte, dass ich bei Ihnen war? Sie werden sich an die Untersuchung gar nicht erinnern. Also Sie werden aufwachen und sagen, huch, schon vorbei. Also so wird es im Prinzip sein. Und diese Narkosemittel, die wir benutzen, die sind ungefähr, sagte ich ja vorhin, 2 Minuten sind sie raus, sie wachen auf. Sie kommen dann in den Aufwachraum, wo sie auch nach der Untersuchung überwacht werden. Das ist extrem wichtig. Seine Schwester, die immer drauf schaut und sie haben auch einen Monitor, damit wir genau sehen, was los ist. Und wir sprechen auch direkt danach mit Ihnen und Sie werden sich auch daran erinnern. Also Sie sind nach, was würde ich sagen, je nach Patient, halbe Stunde bis eine Stunde sind Sie wieder topfit. Wir lassen Sie aber trotzdem nicht alleine nach Hause. Sondern? Man muss abholen. In einer Begleitung. Immer in einer Begleitung. Das machen wir bei jeder Untersuchung in Narkose. Sie sind eigentlich nicht bis zum nächsten Tag nicht geschäftsfähig. Das ist zu Ihrem Schutz und das ist auch essentiell, dass so gemacht wird. Okay. Also das besprechen wir auch im Vorfeld. Genau, dass man dann gut versorgt ist. Ja, absolut, das ist wichtig. Das ist unsere Verantwortung. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Bleiben Sie gesund.